Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Back-to-School-Video. Ist eigentlich nicht so richtig back... Wieso kriege ich immer nur Nachrichten? Das war beim letzten Video auch schon so. Ich raste aus. Nie schreibe mir irgendwer. Nie. Immer wenn ich Videos filme, ciao Kakao. Gar nicht cool. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe mir überlegt, so ein paar Abi-related Videos zu machen. Direkt nach dem Abi hätte ich einfach gar keinen Bock darüber, Videos zu machen. Das war einfach so in dem Moment so, man hat es hinter sich und man wollte nie wieder drüber reden, gefühlt. Aber jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, drei Monate, keine Ahnung, drei Monate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Zeit vergangen und für euch, vielleicht startet ihr gerade in die 12. Klasse, vielleicht startet ihr auch gerade in die Oberstufe. Ich werde heute euch mein Abiturzeugnis zeigen, ist nur die Kopie. Mein Dad hat mir nicht erlaubt, dass ich das Original nehme, weil... You know, aber ist ja eh egal. Und ich werde euch zu jedem Fach vielleicht so ein paar einzelne Tipps geben, wie das bei mir so war. Also allgemein vielleicht euch Tipps, Motivation versuchen zu geben. Ganz kurz, was ich so voraussagen möchte, ist, ich will nicht, dass es hier in diesem Video wird es so um Noten gehen, weil ich weiß, dass ihr das so sehen wollt und ihr mir das auch ganz oft gesagt habt, so zeig doch dein Abi-Zeugnis und so weiter. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt da so zu sehr dran orientiert oder euch so krass dran vergleicht oder so. Das mit den Bundesländern ist sowieso eine Sache für sich. Ein Abitur in Bayern und ein Abitur in einem anderen Bundesland, das kannst du halt nicht so krass vergleichen. So. Und zum Beispiel, mir wurde anfangs gesagt, so, da habe ich auch so ein Video gemacht über so Sachen, da hatte ich halt auch ungefähr so einen 1,5-Schnitt und das, wie viel ich halt lerne und so. Und dann gab es halt auch so Kommentare so, hä, 1,5 ist doch überhaupt nicht gut und so. Und in meiner Schule war das halt das fünftbeste Abi, so, also 1,5 und so von 118 Leuten. Und in Bayern ist halt alles, was so noch 1,0 bis 1,5 ist, halt schon echt gut. Und so, ich weiß nicht, deswegen finde ich, das ist halt voll das dumme Thema, so immer mit dem, ja, bla 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 und andersrum, aber möchte ich halt auch nicht, dass Leute, die halt nicht so gut sind, sich jetzt so denken, dass sie sich halt scheiße fühlen oder irgendwas. Ich habe halt wirklich 2 Jahre lang, beziehungsweise eigentlich schon davor, meinen Arsch hardcore aufgerissen und ja, auf jeden Fall deswegen, I don't know, aber wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, ich hatte am Ende einen Abischnitt von 1,5. Ich hatte sogar, also mir haben 2 Punkte gefehlt, damit ich 1,4 habe. Also ich war knapp an 1,4. Ich hatte die Nachprüfung gegangen. Das ist halt so eine Nachprüfung. Das kann man freiwillig machen. Aber ich war an dem Zeitpunkt, wo die Nachprüfung war, schon in Mexiko. Und ich wollte halt nicht meine Reise absagen dafür. Sonst hätte ich, glaube ich, schon so gemacht. Aber es war mir dann im Endeffekt egal, ob da jetzt 1,4 oder 1,5 draufsteht. So, mein Ziel war 1,5 und mein Ziel hatte ich erreicht. Und dann dachte ich mir halt auch nur noch so, why should I care? Also auf der ersten Seite vom Abi-Zeugnis sind halt so voll viele Noten von der Qualifikationsphase, also von allen Fächern. Dann steht dann immer so zum Beispiel Deutsch 13, 12, 14, 14, Englisch 14, 14, 14, 15. Das bedeutet halt einfach so, erstes Halbjahr 11.1, 11.2, 12.1, aber das ist eigentlich nicht so interessant, das muss ich euch nicht zeigen. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch, ist meine Seminararbeit, mein Thema war The Animalistic Nature of Humans Represented in the Theater of the Absurd. Das war, boah, wie erkläre ich das? Honey, das ist auch schon so lange her, aber meine Seminararbeit war echt richtig cool. Es war sozusagen, es ging um das absurde Theater, das ist so eine Literaturströmung in den 50ern und 60er Jahren, also modernes Theater, und dazu war so Dramenanalyse, so 2 Stücken, basierend auf dem Thema, ob der Mensch ein Tier ist oder nicht, also inwieweit wir sozusagen animalistische Triebe haben und dass wir halt so essen und keine Ahnung, uns fortpflanzen wollen und so ein Scheiß halt. Und es war voll cool. Und da hatte ich 15 Punkte. Und zu den Noten in Ergebnissen in den Abiturprüfungen, dazu werde ich jetzt ein bisschen was erzählen und auch so zu den Fächern. Also in Deutsch hatte ich schriftlich 13 Punkte und es ist hart krass. Also das ist echt, also ich hatte halt so immer so 12, 13, sowas. Nee, nicht immer. Ich hatte 2x 13, einmal 12, einmal 11 und es war halt so, es ging halt so immer auf. Auf jeden Fall, was für Tipps ich euch in Deutsch geben kann. Das erste ist, lest die Sachen wirklich. Und lest die Sachen nicht so,
einmal so durch, aber so unkonzentriert. Lest lieber von mir aus so das halbe Buch, aber schaut euch das wirklich alles richtig genau an. Die Sprache, vergleicht auch die Sachen, die ihr lest. Also zum Beispiel so, wenn ihr gerade Goethe lest und dann später irgendwie Wojtek, so, wie ist die Sprache anders? Was ist da der Unterschied? Wie klingt das? Und so weiter. Klar, ich könnte euch jetzt so voll die spezifischen Tipps so für Bayern geben, aber das gilt dann halt auch nicht so krass für alle. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so eine Sache. So, ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was ich für mein Deutsch-Abi alles getan habe. So, nur damit ihr euch das mal so vorstellen könnt. Alter, schau, wenn ich das alles schon sehe. Und dieses Ding macht mich so glücklich. Ich habe so einen Ordner erstellt. Und zwar, was ihr hier sehen könnt, ist als allererstes, habe ich mir so eine krasse Stilmittelliste ausgedruckt und habe die halt nochmal so gelernt und markiert. Die geht halt so, keine Ahnung, so ein paar Seiten halt. Hier steht halt Stilmittel. Dann habe ich halt hier Grammatiksachen wiederholt. Also zum Beispiel so Sachen wie so Adverbialen und Präpositionen und so, auf die man halt nicht so straight kommt oder was man halt einfach so vergisst so im Alltag. Dass du halt, wenn du einen Text analysierst, sagen kannst, und die temporale Adverbiale in der Metapher weist auf den zeitlichen Zusammenhang hin. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist, keine Ahnung. Klingt dann irgendwie intelligent. Dann habe ich hier nochmal sowas wie Reimschema, Verse, Metren, Jambus, Trocheos, Anapes. Halt alles nochmal so wiederholt. Dann habe ich halt so ein paar andere random Facts, so zum Beispiel, was hermetische Lyrik ist, apollinisch-dionysisches Prinzip. Und dann, was ich gemacht habe, ist, alle Epochen zusammenzufassen. Sturm und Drang, also man sieht es hier, also Sturm und Drang bei Weimarer Klassik. Und halt immer so das Menschenbild, verschiedene wichtige Sachen, den Zeitraum. Dann habe ich zu jedem Ding, welche Belyrik gemacht, immer ein Probegedicht, also ein Gedicht, was ich dann auch so ein bisschen analysiert habe. Dann zum Beispiel hier auch noch den Prometheus analysiert. Sowas halt. Und dann manchmal hatte ich halt auch noch eigene Aufsätze oder Probeaufsätze zu dieser Epoche. Eben zum Beispiel hier Neue Liebe, neues Leben von Goethe. Das war zum Beispiel ein Aufsatz von einer Freundin. So, wir haben die Aufsätze halt auch ausgetauscht. So, sie hat welche von mir, ich habe halt welche von ihr. Und dann halt wieder genau das Gleiche. Also dann nochmal meine eigene Zusammenfassungsseite. Dann halt wieder nochmal so eine andere Zusammenfassung. Und es ist halt wirklich so alles von fucking 1700 bis 2000, jede fucking Epoche. Zum Beispiel Expressionismus Anfang 20. Jahrhundert, halt verschiedene Autoren, Endzeitvisionen, Melancholie, monotone, fünffarbige Jampen, was häufig benutzt wird, stehen für gleichförmige, stillstehende Zeit. Glaubensinhalte wandeln sich zur apokalyptischen Vision um. Die Farbschiffre Rot bedeutet Tod und Verzweiflung. Halt so voll viele Sachen. Dann zum Beispiel über Nietzsche habe ich Sachen, über einzelne Autoren. Halt so, also ich habe krank viel Scheiße gemacht. Und dann halt hier analysierte Gedichte, dann noch ein analysiertes Gedicht. Dann zudem habe ich einen Übungsaufsatz geschrieben. Das ist der Übungsaufsatz über Georg Trakl De Profundis. Der geht halt auch so mehrere Seiten lang. Lol. Und ja, halt so voll viel Scheiße. Und dafür habe ich halt für dieses Heft, habe ich glaube ich 2 Wochen gebraucht oder 3 Wochen, aber halt jeden Tag so mehrere Stunden. Also, ja. As you can see, I was busy during the Abi-Zeit. Und der letzte Tipp in Deutsch ist, schreibt einfach arsch viele Aufsätze und gebt sie euren Lehrern ab. Bei uns gab es so sogar einen Kurs, wo, glaube ich, so die Lehrerin halt nicht so viele korrigiert hat. Also wenn du dir 10 Aufsätze gegeben hast, Übungsaufsätze, hatte die nicht korrigiert so. Aber normalerweise machen das alle Lehrer so. Ich habe voll viele Aufsätze abgegeben, so jedes Halbjahr, glaube ich, so mindestens 2. Und dann halt noch die Klausur. Und es ist schon echt viel, weil ich saß halt an einem Aufsatz schon immer so 3 Tage. Klar, in der Klausur hast du halt nur 5 Stunden Zeit und nicht so 3 Tage. Aber wenn du halt da dran sitzt und es halt dann so zu Hause schreibst, dann lernst du halt voll viel, weil dann liest du es dir halt danach so einem Tag, halt am nächsten Tag nochmal so durch und dann checkst du, boah, das klingt endscheiße. Denn in der Klausur machst du es halt vielleicht besser, wenn es Sinn macht. Dann als nächstes kommen wir zu Mathe, meinem richtig krass wunden Punkt. Und zwar unser Mathe-Abi, das war ja in den Medien damals, weil es halt so mega schwierig war und so bla bla bla. Und es wurde ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, von den Medien und allen Menschen.
Aber es war schon krass schwierig und ich habe krank viel für Mathe-Abi gelernt. Ich habe monatelang jeden Tag Mathe gelernt und also davor natürlich auch immer. Und ich hatte halt immer so zwischen, also ich stand eigentlich immer so auf 10, 11 Punkten. Also ich hatte mal so 13 Punkte als selten, dann hatte ich auch mal so 9 oder halt mal so 11. So ein, zweimal, so ich glaube zweimal hatte ich 7 Punkte und zwar halt nur in so Kurzarbeiten, also so kleinen Dingern. Also ich war halt so 10, also so unterer, guter Bereich und ich habe im Mathe-Abi einfach 7 Punkte, so Bros. Also ich habe mich nicht aufgeregt, weil es war mir eigentlich echt egal, so in dem Moment, als ich dann das Zeugnis bekommen habe. Aber als ich dann so mehr drüber nachgedacht habe, dachte ich mir halt so, Alter, das ist halt schon hart so, wie viel ich halt dafür so getan habe, weil ich habe halt auch voll viele Probeabis halt komplett durchgerechnet, halt mich auch 5 Stunden hingesetzt und halt so Prüfungssimulationen gemacht, das ist auch ein krasser Tipp, simuliert Prüfungen. Und da hatte ich halt auch teilweise so 12 Punkte halt alles so durchkorrigiert und ich habe halt auch krass streng korrigiert, so eher den Punkt dann nicht gegeben, wenn ich mir nicht sicher war und dann halt einfach so in unserem Abi so 7 Punkte oder so. Aber alle Leute, die Bayern-Abi geschrieben haben, können halt relaten und im Endeffekt weißt du so, klar, man muss fairerweise sagen, das hat mich so das 1,4 gekostet, aber andererseits habe ich mir auch selber das 1,4 gekostet, weil ich die Nachprüfung safe das geschafft hätte, aber es wäre halt schon cool gewesen, weil wenn ich glaube ich so nur so 8 Punkte gehabt hätte oder 9, dann hätte ich auch so 1,4, weil es halt echt so knapp war. Aber wie gesagt, mich stört es halt null. Dann Englisch hatte ich mündlich Kolloquium. Mein Hauptthema war Kunst, also Kunstgeschichte und Analysen von Kunstwerken, also so wie dann auch im Kunstunterricht halt, du musstest halt die Symbole halt analysieren und so weiter. Und meine anderen Themen waren Great Gatsby-Analyse, Immigration, Gun Laws, noch so voll viele andere Sachen, habe ich eigentlich schon wieder alles vergessen. Lief voll gut, aber es war halt Englisch so, ich liebe halt Englisch und ich hatte halt auch voll viel gelernt und so und deswegen ging das halt echt ganz gut. Dann mein zweites mündliches Fach war Französisch, da habe ich auch 15 Punkte, obwohl ich das gar nicht erwartet habe, so, weil ich bin schon gut in Französisch, aber keine Ahnung, das war halt schon krass. So und mein Hauptthema war Jean-Paul Sartres, also existenzialistische Philosophie. Jean-Paul Sartre ist ein französischer Philosoph und halt sozusagen seine ganze Philosophie, die er halt so entwickelt hat und seine, in Anführungszeichen, Freundin, also seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir, war auch Existenzialistin und sie war eine der wichtigsten Feministinnen, eigentlich die Feministin, die die zweite feministische Welle so ins Rollen gebracht hat und die beiden waren halt so mein Hauptthema und vor allem halt eher Sartre und halt eine Dramenanalyse von einem seiner Stücke, weil er war Philosoph, aber er war auch Schriftsteller und dann habe ich halt eben einen Teil so aus dem Stück analysiert, musste ich mündlich analysieren auf Französisch und basierend auf dem Stück sozusagen die Philosophie dahinter erklären, also so, das war schon echt nicht einfach, weil so Philosophie ist, finde ich, auch auf Deutsch nicht einfach. Und ich habe halt danach, ich habe auch hier, warte, das liegt sogar hier drinnen, lese ich gerade, das habe ich in Frankreich gekauft, Simone de Beauvoir, Alive, Alive, ich liebe die beiden. Ich war sogar, ich bin wirklich dieser Französischunterricht, weil wir haben das halt durchgenommen und ich wollte das halt unbedingt als mein Schwerpunktthema nehmen, das habe ich halt dann gewählt. Und ich habe mich danach, ich habe mich halt währenddessen krass damit auseinandergesetzt. Ich war noch in einem Sartre-Stück halt in München dann auch vorm Abi und habe halt voll, also noch so andere Stücke gelesen. Und nach dem Abi dann, als ich halt fertig war, war ich halt in Paris und ich war halt an den ganzen Orten, wo die waren. Und ich habe ein Buch gelesen, warte, ich hole es kurz. Und zwar ist es hier Das Café der Existenzialisten und da geht's halt, das ist Simone de Beauvoir, das ist Sartre und das ist Albert Camus und da geht's halt um diese gesamte Geschichte und es ist halt, ach, dieses Buch ist so genial einfach nur und ich war dann auch in Paris an dem Grab von den beiden, ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber halt so mehrere Stunden, hab da auch gelesen und es war so, so man merkt so, ich habe mich so krass verliebt und Existenzialismus, wenn mich jemand fragen würde, was ist deine Lebensphilosophie, ich würde straight Existenzialismus sagen, weil das einfach so eine geile Philosophie ist und ich glaube, ich mache da mal so ein Video drüber, eine Podcast-Folge oder irgendwas, weil es ist einfach so,
legendary. Auf jeden Fall war das halt voll geil und so auf Französisch so über das Leben zu philosophieren in der Prüfung. Und ja, das habe ich auf jeden Fall. Es war cool. Und dann mein drittes schriftliches Fach war Geschichte schriftlich. Und die meisten Leute nehmen halt eigentlich eher Englisch schriftlich und Geschichte mündlich, weil da hast du halt nur eine halbe Stunde Prüfung und ich hatte halt 5 Stunden Prüfung, da musst du halt obviously viel mehr so wissen. Und mein Schwerpunkt war der Nahostkonflikt und amerikanische Geschichte. Das bedeutet halt, also nicht Nahostkonflikt, sondern Nahostgeschichte und amerikanische Geschichte. Das heißt, ich hatte komplette USA-Geschichte von ganz am Anfang Settlers 1600 bis heute. Alles muss ich können. Und Nahostgeschichte war halt eben auch so von vor, also so Abraham und so, so literally bis halt Nahostkonflikt, Israel, alle Palästin, also alle Israel-Palästina-Kriege, die ganzen Sachen. Und das hat mich halt alles voll begeistert. Und dann kam im Abi einfach nur, Alter, ich bin fast ausgerastet. So, du lernst ja beide Themen. Und in allen Probe-Abis, die ich geschrieben habe, war es halt immer so, dass halt zum Beispiel, es sind halt immer so 5 Aufgaben und es ist halt nicht so, keine Ahnung, so, dass halt so 20.000 Fragen sind, die so 5 Sätze schreiben musst, so wie in meiner Mittelstufe in Geschichte, sondern es ist halt eine Frage und du musst halt so 3-4 Seiten darüber schreiben, also wie so ein bisschen so ein Aufsatz. Und es waren halt so 5-6 Fragen immer und in manchen Abi-Klausuren war es halt so 4 Fragen USA, 2 Nahost. Im nächsten Jahr war es dann 4 Nahost und 2 USA, halt immer so 1, ein bisschen mehr. Und ich hatte halt so, also ich hatte beides gleich gut gelernt eigentlich. Aber dann kam bei mir einfach nur Nahost dran. Und es war in keinem einzigen Abi so der letzten 10 Jahre, dass nur 1 von beiden Themen dran kam. Weil du wählst ja halt so ein Halbjahr aus und noch so ein Zusatzhalbjahr. Und mein Zusatzhalbjahr war, so Arminius-Mythos und deutsch-französische Verhältnisse. Aber das war alles irgendwie so. Das lief auch ganz okay, aber mein Hauptthema war also das. Und dann kam nur Nahost dran und ich saß da so und war so, ich habe einfach so den halben Stoff komplett umsonst gelernt und es war einfach, ich weiß nicht, ob es hier noch gerade liegt. So, es liegt hier leider nicht. Ich dachte gerade, es wäre das, aber das war einfach wirklich so ein fettes Buch. Nur mit dem Nahost- und USA-Schild, was ich halt alles auswendig können musste. Ich habe mir das in 4 Tagen gepresst. In fucking 4 Tagen. Und ich habe einfach 14 Punkte geschrieben und ich dachte mir, ich fall vom Stuhl, weil, keine Ahnung, das Ding ist, ich habe halt Geschichte mein gesamtes Leben lang geliebt und ich will ja auch Journalistin werden und Politik ist ja voll mein Life so. Deswegen, ich hatte halt auch für die Klausur war halt so 2 Monate vorm Abi oder 1 Monat davor, dasselbe Thema halt auch Nahost und da hatte ich mal halt krass dick reingepresst, deswegen war es halt mehr so wiederholen. Aber trotzdem, es war halt hardcore und ja, auf jeden Fall, ich war voll happy. Also ich war bei allen so überwältigt mit den Noten, außer halt Mathe, aber es ist halt voll okay. Weil so, es kann auch nicht alles super laufen, sonst wäre es ja auch scheiße. Aber was ich euch so bei Geschichte so als Tipp geben kann, ist halt einfach fucking auswendig lernen und am besten frühzeitig anfangen. Halt auch immer so vor den Klausuren. Geschichte-Klausuren war bei uns immer so viel zu lernen und ich hatte halt krass Spaß daran. Wirklich, ich habe mir diese Zusammenfassungen immer geschrieben. Und es hat mir so gebockt. Also ich habe das so krass gefeiert. Und ich mache jetzt zurzeit auch nur irgendwelche Recherchen. Und es fühlt sich halt so an wie so früher Geschichteunterricht. Halt für Pancake-Politik, für meinen Podcast und so. Und mir hat es halt voll geil Spaß gemacht. So. Und ja, aber was ich eigentlich bloß sagen wollte als Tipp halt, dass man wirklich frühzeitig anfängt. Und halt auch da immer so ein bisschen so auf Trab bleibt. Auch mit Sozialkunde, was halt so in der Welt abgeht. Und halt informiert sein. Allgemein mein größter Tipp für die Oberstufe, zumindest in Bayern, ist, fangt an Zeitung zu lesen. Fangt an euch eine Nachrichten-App runterzuladen. So oft im Unterricht kam es so, dass die Lehrer so gedroppt haben. So, ja, das und das. Oder was ist denn am Wochenende krasses passiert und alle Schüler nur so. Und ich war halt so, also nicht die Einzige, aber es gab halt so immer so ein paar Leute, die halt schon eher so Ahnung hatten. Und du das halt dann so wusstest und die Lehrer sind dann halt immer so, wenn du halt so Sachen weißt, die so nicht vom Lehrplan sind und so, dann sind die halt immer voll so, oh mein Gott, I love you. Und das war halt so, ich würde sagen, eins der Dinge, warum ich halt gute mündliche Noten bekommen habe, weil ich halt voll oft so informiert war, was halt abging. Und ich meine, in der Oberstufe, zumindest in Bayern, ist es halt so, dass in jedem Fach es halt immer so um die Welt geht. So in Englisch haben wir halt nicht irgendwie Englisch-Grammatik gemacht, sondern wir haben halt über
Umwelt, Globalization, über Kunst, Shakespeare gelesen, Gatsby gelesen, Immigration, bla bla bla. Und wenn halt so das neue Thema kommt, Immigration, und du halt gerade weißt, was der Trump letzte Woche zur Immigration gesagt hat, dann hast du halt ungefähr gleich 15 Punkte so mündlich, also übertrieben gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Oder in Deutsch, wenn halt gerade, keine Ahnung, die Physiker von Dürrenmatt gelesen wird. Und dann, das war nämlich wirklich so bei uns, da wurde gerade dieses Atomabkommen gekündigt. So klar, in den Physikern geht es ja auch sozusagen um dieses, die machen doch diese Weltformel, finden, also angeblich suchen die diese Weltformel. Und da geht es ja auch so Ost-West, also diese zwei Agenten, genau, halt Ost-West-Konflikt und so weiter. Und wenn du dann halt gerade so weißt, dass halt literally ungefähr wieder so vor 2 Wochen das Atomabkommen zwischen Russland, USA, Iran, bla bla bla, also gekündigt wurde, dann kannst du das halt voll geil anknüpfen und sagst so, ja, und man kann das ja auch auf die, das klingt jetzt so mega nerd, aber wenn man das halt so normal macht, so, ja, und man könnte das ja auch auf die heutige Zeit so, und dann sind die halt immer so. So, ja, yeah, that's just a tip by me. Aber man wird halt auch ein bisschen so von anderen Leuten gehatet, also ich wurde halt immer von anderen Leuten gehatet, so. So immer so Eye-Rolls, wenn ich halt wieder so irgendwelche so Sachen gedroppt hat. Und so meine Confidence hat irgendwie schon teilweise so drunter gelitten, dass halt, keine Ahnung, dass halt ich einfach so von Leuten nicht so akzeptiert wurde, weil ich halt so den Lehrern halt nahe stand und ich halt allgemein voll gut mit den Lehrern klarkam und halt schon so ein bisschen so in diesem Nerd-Klischee ein ganz leichtes bisschen drin war. Aber andererseits war ich halt oft gleichzeitig, also ich war einerseits immer so voll so, immer so gut und hab gute Noten geschrieben und hab halt so voll viel gelernt und halt voll viel Mitarbeit gemacht, so im Unterricht und so. Andererseits habe ich halt auch voll viel geschwänzt und halt immer in den Fächern, die mir halt so egal waren, so Sport oder so ein Scheiß. Hab halt voll viel geschwätzt und so. Ich habe jetzt so ein Abi-Ranking-Shit gemacht oder ich weiß nicht, wann ich was poste. Egal, auf jeden Fall. So, für mich war es halt immer so, ging es halt darum, dass ich halt so die Balance habe und ich könnte jetzt auch nicht so die krassen Pro-Tipps geben, weil ich habe es halt einfach irgendwie so gemacht und das Wichtigste ist einfach, das zu überstehen, egal wie, so man wird alles überstehen und was dabei rauskommt, wird dabei rauskommen und man muss einfach sein fucking Bestes geben und seinen Arsch halt aufreißen und sich halt die ganze Zeit konstant jede Woche wieder neu motivieren, weil man hat halt einfach gar keinen Bock mehr so. Oder man versucht sich halt so eine Motivation so Art anzufaken oder halt so wirklich so eine Motivation zu entwickeln, sowas wie bei mir Deutsch und Geschichte, wo ich halt einfach krass Bock drauf hatte. Das Ganze täuscht jetzt hier aber auch ein bisschen, weil ich hatte auch Fächer, in denen ich schlecht war, weil wenn ich halt nur solche Noten gehabt hätte, hätte ich ja auch, keine Ahnung, 1-2 oder so gehabt. Zum Beispiel in Chemie war ich endschlecht. Warte, ich kann es nochmal kurz hier rausholen. Was hatte ich in Chemie? In Chemie hatte ich, ja okay, es wirkt eigentlich gar nicht so schlecht, hatte ich 10, 10, 7 und 9. Aber 7 im Zeugnis, das war meine schlechteste Note insgesamt. Ich hatte einmal 7 Punkte und es war halt da. Und, genau, also ich hatte zum Beispiel da mal so 7 Punkte in Chemie, beziehungsweise ich hatte einfach so 3 Punkte in der Ex und dann auch irgendwie nur so 7 Punkte irgendwie in der Klausur und dann halt noch so 12 mündlich oder so, dass es halt so ein bisschen gerettet hat. Aber ich hatte auch genug Momente, in denen ich halt krass verzweifelt bin und so Fächer wie Mathe habe ich halt einfach nur krank gehasst und da habe ich mich halt so durchgepresst und halt motiviert oder Chemie, Alter, was ich für Chemie gelernt habe, um dann halt so 7 Punkte zu schreiben oder so 5 oder so. Ist halt schon scheiße, aber so, weißt du, im Endeffekt kackt man halt drauf und es ist dann halt so und ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen ein ganz geiles Schuljahr. Macht weiter so und es wird so schnell vergehen. Alter, es geht so schnell. Es ist vom anderen Stern und ja, ich hab euch lieb. See you soon. Let's see what hair color I have then.